Was bedeutet eigentlich fick dich? Mama? Ja? Was bedeutet eigentlich fick dich? Wo hast du das denn her? Das hat heute Lilly in der Schule gesagt. Hör zu. Ich will, dass du sowas nicht mehr sagst. Verstanden, Bau? Diese Lilly ist kein Umgang für dich. Ich möchte nicht, dass du mit ihr sprichst oder spielst. Ich wundere mich sowieso, dass die bei euch auf der Schule sein darf. Das ist eine Unverschämtheit, dass sie dieses Bug überhaupt auf die Schule lassen. Morgen rede ich mal mit Frau Liu. Das kann auch so nicht weitergehen. Ist alles diese Lilly, oder was? Ja, ja. Das ist wirklich unglaublich, dieses Kind. Das ist ein furchtbares Bug. Ich weiß nicht, was sie da zu suchen hat. Fick dich! Darf ich mal anfassen? Ja. Warte, lass mich auch mal sehen. Mein Vater hat gesagt, dass sie gewalttätig ist und uns schlechtes Benehmen beibringt. Ja, genau. Das Asike muss von der Schule fliegen.
la 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 la. Gestohlen, du Affikind! Oh, fick dich! Fick dich! Fick dich! Schon wieder du! Nein! Du kleiner Teufel! Nein! Jetzt kannst du nein, was erleben! Nein. Los! Moment! Sie hat den Stift nicht gestohlen. Das war ein Geschenk von mir. Das ist für dich. Hey, Lilly, das ist für dich. Hier, Lilly, das schenke ich dir. Wer sich mit Assi-Kindern anfreundet, selbst ein Assi-Kind. Arschloch! Arsch! Stopp! Du kleiner Teufel! Jetzt reicht's aber! Geh sofort nach! Was denn?